2009. Chang wirft wieder schnell, wieder auf die gleiche Seite und Glück für Frankfurt. Pass unvollständig. Gedacht für Laurent Marcelin. Damit 3.9 und noch eine gute Nachricht. Die Uhr hält an, 2.34 noch. Also nächste Chance für die Verteidigung. Jetzt den Gegner stoppen, da bekommt man den Ball zurück. Ohne Auszeiten zwar, aber ausreichend Zeit auf der Uhr, um das Ding hier noch zu drehen. Oh, schlechter Snap! Schlechter Snap! Und Chang sichert zwar den Ball. Oh, was für ein Fehler von Rheinfeier. Was für ein Fehler des Centers. Also, ein dickes galaktisches Dankeschön an Pete Trainer, den Center von Rheinfeier, der den Ball da über den Kopf von Timmy Chang snappt. Und damit muss Feier vor dem Two-Minute-Warning pumpen. Das könnte eine ganz, ganz wichtige Situation in diesem Spiel gewesen sein. Pump von Dorsch, Lenny Williams. Lässt ihn prallen. Ball rollt bis zur 35-Yard-Linie. Die Galaxy hat nach dem Two-Minute-Warning die Chance, das Spiel zu gewinnen. Und das ist die letzte Chance. Und die Frankfurt Galaxy jetzt mit der Chance, das Spiel zu gewinnen. An der eigenen 35 geht's los. Oaks wirft vollständig. Keith Willis! Bis zur 31-Yard-Linie. Den Helm verliert er, den Ball nicht. Big Play für die Galaxy. Die Uhr müsste eigentlich laufen, tut sie auch. Willis an der Seitenlinie. Anderthalb Minuten zu spielen. Lauf von Robinson. Robinson gestoppt. Nach etwa 3 Yards. 1 Minute 15. 1 Minute 10. Bis hier ist die Galaxy immer ohne Probleme gekommen. Die Endzone, das war das Problem. Young links im Slot Crowder. Rechts Hosack, das ist der Draw zu Robinson. First down. An der 19. 50 Sekunden. In Field Goal Reichweite sind sie. Den Touchdown wollen sie haben. Spannung mal wieder bis zur letzten Sekunde in der Commerzbank Arena. Oaks dirigiert nochmal, das dauert. Oaks, nächster Handoff, Bucci Wallace! Nächstes First Down! Und jetzt den Ball spiken, die Uhr anhalten! Nicht das Field Goal verlassen! 5 Punkte braucht die Galaxy! Oaks wirft den Ball zu Boden! Die Uhr hält an, 13 Sekunden noch! 2 Pässe in die Endzone sind möglich! Flagge auf dem Feld! Wieder ein bisschen Luft und Kraft zu sammeln. Zweiter Versuch und Goal nach dem Spiken des Balls. Strafe gegen Rheinfeier. Ein Mann zu viel auf dem Feld. Ball liegt an der 5. Für die Galaxy ganz klar.
wenn man das Field Goal kickt, dann gewinnt man das Spiel, muss aber dann die letzten beiden Partien gewinnen, um sicher im Ruhrpol zu sein. Wenn man dann einen Sieg mehr nach dieser Partie auf dem Konto hat als Rhein-Fire. Also im Zweifelsfall muss man das tun, aber wenn man jetzt den Touchdown macht, gewinnt man nach dem direkten Vergleich. Da ist der Pass. Zu weit, unvollständig, noch 9 Sekunden. Gedacht für Walter Young. Also, würde die Galaxy jetzt mit 9 Sekunden auf der Uhr den Touchdown-Pass werfen, dann würde man genug Punktevorsprung haben, um den direkten Vergleich zu gewinnen. Bräuchte also aus den letzten beiden Spielen nur noch einen Sieg. Dann nächste Woche gegen Amsterdam hier in Frankfurt alles klar machen. Oaks muss schnell werfen, wirft ihn jetzt aus. Savar, Walter Young nicht frei. Deswegen kommt jetzt David Kimball. Und wenn er trifft, dann hat Frankfurt gewonnen, aber es ist dann nur, ja, soll man sagen, ein halber Sieg. Es ist mehr als ein halber Sieg, aber es ist nicht der volle Triumph. Ein Mann zu viel auf dem Feld, Isaac Snell. Kimball muss treffen. Und er trifft! David Kimball gewinnt das Spiel für die Frankfurt Galaxy. Noch 2 Sekunden auf der Uhr. Einen Kick auf den Stop. 16-14. Kimball natürlich, aber was für eine Nervenanspannung. Nur zum zweiten Mal in dieser Saison behält er die Nerven. Ganz sicher verwandelt für die langen Field Goal. Da ist er vielleicht nicht schusskräftig genug, aber für die Dinger, die man machen muss, für die ist David Kimball eine Bank. Und die Galaxy wird also aller Wahrscheinlichkeit nach das Spiel gewinnen, nicht aber den direkten Vergleich. Nächste Woche geht es dann hier gegen die Amsterdam Admirals. Und ich bin mir sicher, alle, die heute hier dabei waren, wollen auch das nicht verpassen. Was für eine Spannung. 2 Sekunden auf der Uhr. Flacher Kick von Kimball, natürlich. Damit das eigene Return-Team die Chance hat, möglichst nah an den Gegner ranzukommen. Spiel ist aus. Frankfurt gewinnt 16-14 gegen Rhein-Fire. Es ist nicht der totale Triumph. Er hätte es sein können. Die Galaxy war viel besser als der Gegner in diesem Spiel. Und hat die vorhandenen Chancen nicht konsequent genug genutzt. Deswegen eben nur 2 Punkte Vorsprung. Trotzdem, Frankfurt hat sie in der eigenen Hand in Dortmund am 27. Mai in Düsseldorf zu erreichen. Also mal wieder ein aufregender Abend in der Commerzbank Arena. Den nächsten gibt es schon am nächsten Sonntag, 17 Uhr hier gegen die Amsterdam Admirals. Unser Magazin nicht vergessen, am Donnerstag 20 Uhr und 22 Uhr und Sonntag natürlich 22 Uhr wieder. Sunday Night Football bei Rhein-Main-TV. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Sage Tschüss und auf Wiedersehen. Und damit haben wir es geschafft. Wir haben Rhein-Fire besiegt und damit kommt der Gegner. Er springt. Bitte Achtung, wieder mein Gott. Your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets back, all right. Hey, now, oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody sing.
gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody. Yeah. Rock your body. Yeah. Everybody. Rock your body. My back streets back. All right. All right. Now throw your hands up in the air and wave them around like you just don't care. Woche können wir gegen Amsterdam alles klar machen. Nächstes Spiel, nächsten Sonntag, 17 Uhr. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei, wenn es geht.